Sie hat mich schon ein bisschen belächelt, weil ich gesagt habe, ich bin aufgeregt und ich bin jedes Mal aufgeregt, wenn sie da ist. Was sage ich zu mir? Ja, ich bin Eva Marie, dachte man, nee, und habe ich überhaupt kein Interesse. Ist bestimmt voll grau, voll hässlich. Und ich bin hierher gekommen, ich dachte, wow, die Ideen, die kommen so plötzlich. Ich war gestern, ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, wir hatten so ein Teamlunch und meine Kollegin sagte was und dann kam mir die Idee, dachte ich, boah, da könnte ich was drüber schreiben. Ich sage, sorry, ganz kurz, und habe ich das schnell eingetippt, damit mir das nicht flöten geht. Du nimmst extrem viel wahr. Also wie du jetzt gerade das so beschrieben hast, ich bin gerade mit dir dort langgelaufen. Das ist lange her. Es war 1996, da war gerade Rinderwahn ausgebrochen. Man durfte nicht zu McDonald's gehen, wenn man nach England fährt. Aber ich wollte immer Leuten helfen und ich dachte, da müsste ich halt vielleicht Arzt werden oder Ärztin. Bin ich nicht geworden, offensichtlich. Aber Paw Patrol und so weiter sagt dir natürlich was, ne? Leider. Ich habe ja ein bisschen Angst vor Australien, weil gefühlt will dich ja in Australien alles umbringen, ne? Ich bin auch geschwommen, auch im Meer. Und du denkst natürlich schon immer, kommt jetzt ein Hai vorbei? Du musst morgen nicht arbeiten. Alle Termine fallen aus. Und Eva hat Zeit für sich. Was macht Eva? Eva geht wandern. Mittlerweile ist es so, dass du eigentlich in jedem Pub, der was auf sich hält, kriegst du was Veganes zu essen. Und das erfreut mich immer. Als ich das kapiert habe, habe ich gemerkt, das macht voll Spaß. Ja, ich muss nicht den Berg raufrennen. Und wenn wir da jetzt reingucken würden, welches Lied wäre dir denn peinlich? Gute Frage. Mach du es einfach. Mach du die Abmoderation. Ich sage tschüss, lieben Dank.